Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und das hier ist Mr. Johnny C. So, du hast eine Geschichte mit mir zusammen. Ja. Das letzte Video ist lange her, da haben wir darüber gesprochen, wie du dich entwickelt hast in dem letzten Jahr, wie viel Muskeln du aufgebaut hast. Ja, ja, ja. 10 Kilo schwerer, ein ganz schönes Kalb, also wenn du uns beide vergleichst von der Tiefe her, ist einfach viel Fleisch hinzugekommen. Du hattest zwischendurch ein paar Ausflüge beim Wettkampf, auch das habt ihr gesehen. Ja. Viel habt ihr bei ihm auf dem Kanal gesehen. Bitte sei es mir gestattet, ich muss das einmal sagen, es ist nur für mein Ego. Wir haben auch schon mal eine Vorbereitung zusammen gemacht. Das hat damals noch ein bisschen besser geklappt, auch wenn du nett warst, aber es ist noch eine andere Geschichte. Aber es ist eine ganz andere Geschichte, weil wenn etwas hinzugefügt wird zum Körper, weiß man ja auch nicht, wie der Körper reagiert. Jeder reagiert anders. Aber vor allen Dingen auch wie der Kopf reagiert. Und der ist für diesen Sport auch immens wichtig. Ja, richtig. Und ich hoffe, und das ist das Wichtigste, dir geht es jetzt gut. Du hast Spaß am Training. Voll. Das ist so immer mal der wichtigste Punkt. Und Spaß am Training haben wir heute auch. Wir ballern nämlich zusammen. Eine schöne Rückensession. Ehrlich, wenn es eine Sache gibt, die du gut kannst, dann ist es Ballern. Ballern! Im Gym. Und wenn er ballern will, kann er haben. Was für eine Wiederholungsanzahl willst du machen eigentlich so? Immer zwischen 3 und 8. Nee, wir gehen nicht mehr höher als 8. Der neue Trend, Johnny, ist, ne? Schwer und falsch. Genau. Schöne, fette Latz, Junge. Oh, fuck, Junge, geil. Es gibt mir alte Lichtenberger-Vibes. Ich habe das letzte mit Gummiband und so Ding trainiert. Unsere Rücken-Sessions. Come on, buddy. Ain't nothing to do but to do it. Oh, scheiße, ich will noch einen. Okay, komm. Fuck, Junge, warte. Hoch damit. Hopp. Oh. Ich habe mal 1, 2 Wiederholungen mehr. Aber hast du direkt an meinem Hüftspeck angefasst? Mein Hüftspeck hast du berührt. Alles war hart. Ohne Spaß. Es war alles hart, meine Meinung. That's what she said. Schön. Super Muskelkontrolle. Genau, stell dir vor, du machst Latzi. Ja. Wie sieht's aus, Johnny? Hast du einen festen Trainingsplan, nachdem du trainierst? Weil ich war beeindruckt beim letzten Treffen. Oh, hast du dich an einen festen Plan gehalten? Das war ungewöhnlich. Ja, richtig. Ja, also was ist das Training? Jetzt ist eher so Chillphase angesagt, also Lazy Training kann man sagen. Klar, ich habe meinen alten Trainingsplan so. Ich trainiere jetzt intensiv, aber jetzt, wie soll man das sagen, bin jetzt gerade so in der Erholungsphase. Ist so Detox auch? Detox, Erholungsphase quasi. Mhm. Alles quasi auf Null gesetzt. Nur noch das Ersatztherapie, kann man jetzt sagen. Und ich höre, Adam ist immer noch dein Coach. Ja, richtig. Hat er dich noch nicht rausgeschmissen? Nein. Und du ihn auch nicht? Nein. Das ist keine leichte Entscheidung, ne? Wenn das dann ist wirklich für beide Parteien super schwierig. Johnny, es gibt die nächste Masseübung. Ja, das müsste dir eigentlich gefallen. Rudern aufgelegt, hierbar rudern. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Hast du lange nicht mehr gemacht? Nee. Hast du viele freigerudert? Langhantel? Eine Vorbereitung, ja, aber jetzt, ich meine, allgemein habe ich jetzt mal wieder weniger. Sehr geil. Ja, einfach einen Sack rein lang. Aber mach nicht, lass deine Finger drin. Ja, schön. Lass den Sack lieber rein. Warte, mach so, nur mit einer Hand und dann machst du danach so. Macht weniger Dreck als mit flüssiger. Weil die flüssige Kreide spritzt ab und zu mal raus und dann sagst du, und dann regt sich der Studioinhaber auf. Latissimus heute. Oh, eine komplette Rücken. Einmal kompletter Rücken. Ich meine, bei der Fieber. Nee. Ist so, doch sehr alles. Ja, aber ich ziehe noch weiter zusammen. Ich habe die Schulter wieder hinten zusammen, weißt du? Okay, mal schauen. Ich habe die letzten Male in dem Training wieder so ein Technik-Reset gemacht. Immer wieder Gewicht runter, um die Technik wieder ein bisschen besser zu machen und akkurat zu bleiben. Also man ist so gefangen in dieser stetigen Progression. Immer besser, besser, besser. Zwischendurch hatte ich 8 Wochen Pause. 8 Wochen schon wieder, weil Covid einmal wieder gebumst hat. Der Punkt ein bisschen weiter dichter am Körper lassen. Genau, dazwischen wollen wir. Wir wollen genau hier zwischen. Ach so, ich dachte. Hier zwischen. Achso. Genau, ja, so, genau. Einfach eine schwere, solide Grundübung mit einem großen Bewegungsradius. Meinst du? Den hier, genau so. Oder meinst du eher so? Nee, eher mit Aufrichtigkeit. Okay. Zwischen die Schulter bitte rein. Bam, wir haben auch prima. Schön. Cool. Hammer. Perfekt, Junge. Ja, bei mir ist mit 80 Kilo schon der Arbeitssatz. Ich könnte mehr Gewicht nehmen, aber ich habe mir fest vorgenommen, wirklich präzise zu bleiben und nicht den Gewichteschwinger zu machen. Warum? Warum? Verstehe ich nicht. Bist du dumm? Ich verstehe die Frage nicht. Hast keine Ahnung von Training, Alter. Die beste Ahnung. Ja. Yes, sir. Come on. Jetzt geht's los. Hopp. Muss reichen, ja, mach schon. Der letzte war schon sehr dynamisch. Ich glaube, es wird zu leicht für mich. Das sehen wir. Aber man muss auch sagen, du hast nicht Zero-Schwung gehabt. Du hast in der Bewegung so flüssig, so ein bisschen, ja, das reinziehen, ja.
Also ja, schon dynamisch, aber trotzdem, ich versuche den Schwung auszuklammern. Also ich würde auf jeden Fall 60 Kilo nehmen statt 80, damit du auch die volle Kontraktion oben erhalten kannst. Spaß. Verschimpfe die nicht, verschimpfe die nicht. Spaß. Wunderschön. Ja, pass auf, Brustbein vorne. Komm, nicht zu weit. Spannung halten, genau. Wunderschön, jawohl, so ist prima, so ist prima. Viel Zug, jawohl. Come on, 50. Aktiver den Kopf. Zug. Ja. Komm, zieh. Es war zu schwer, den kam auch mal nichts vor. 20 Kilo war ganz schön sportlicher Sprung, ne? Hätte ich aber auch gedacht. Aber hast gemerkt, es war... War super, ne? Nee, kannst du dir gerne nochmal angucken, war nicht optimal. Was wirst du für die Zukunft verändern? So, hast du irgendwas, wo du sagst, so Training willst du anders machen, irgendwas verbessern? Was wir anders machen werden, kommt jetzt noch, also es kommt erst bald der Aufbau. Jetzt gerade ist noch... Die Ruhe vor dem Sturm. Ja, die Ruhe vor dem Sturm kann man das auch sagen, ja. Und die Pläne bekomme ich bald und dann schauen wir, was abgeht, Alter. Dann ist Wachsen angesagt. Das erste Mal so, aber halt richtig wachsen. Letzter Satz. Ich stelle mir einfach vor, wie ich von oben auf mich drauf gucke und die Bewegung mache. Weißt du, was ich meine? Okay, also ja, ich bin quasi... Ich steuere mich fern. Ja, ich verstehe. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich visualisiere das quasi. Johannes macht Astralreisen, let's go. Johannes kann wie auf der Playstation einfach die Perspektive ändern. Wie bei GTA, ja, man kann sich selber sehen, das ist geil. Fette Lation, fette Lation. Let's go. Oh, das ist so leicht, Junge. Wow. Geil, Junge, geil. Hopp. Yes. Wunderschön, Junge. Mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Rein damit, rein, rein. Ja. Hopp. Ja. Ja, nice, nice, nice. Oh, geil, muss reichen, Junge. Zum Ansatz. Richtig geil. Machst du erst die Seite, dann habe ich Pause zwischendurch. Johnny, jetzt mal Real Talk. Wir sind ja quasi unter uns. Ja, Rack. Geht's dir wirklich gut, so mental? Voll. Nach der... Hammer. Ich nenn's jetzt mal nach dieser... Ach, wie nennen wir das? Nach dieser Erfahrung, die du da gesammelt hast. Das war ja mit Sicherheit auch nicht einfach. Gerade wenn viel von außen, viel Shitstorm kommt und alle so... War eine super Erfahrung. Es war alles super. So wie es gelaufen ist, eigentlich super. Was war denn daran super? Dass ich aus Fehlern gelernt okay, habe. Okay, genau. Du nimmst einfach eine Menge mit, okay. Ja, und ich sage jetzt nicht so direkt Profikarte und so. Ich sage einfach das nächste Mal, wir schauen, was passiert. Aber beim nächsten Mal gehst du auf jeden Fall defensiver rein, ja, und hast ein bisschen mehr Butter bei der Fresse, ein bisschen ruhiger alles, ne? Yep. Ja, okay, gut. Johnny hat ein bisschen Abstand zum Polster, damit er unten nicht so einen spitzen Winkel im Arm hat, um den Bizeps ein bisschen rauszuheben aus der Bewegung. Das ist auch eine Variation. Schau mal. Zack! Aber seine Latz gespürt hat er schon immer gut. So eine gute Stärke, ne? Come on! Fette Latz, komm! Hopp. Come on! Zieh! Bam, Junge, anspann die Scheiße. Guck mal, viel zu leicht. Wenn ich die schaffe, schaffst du die erst recht. Bam, jawohl, hat Fette fest und genau so. Stretch, zieh! Rein! It's all you, it's all you! Come on! Und bis zum Schluss durch. Bis zum Schluss! Jawohl. Das Ding ist, ich war ja bei dem allerersten Wettkampf mit dabei, Johnny. Ja. Und was mich enttäuscht hat, das muss ich dir sagen, dass du Pfeife deine Muskeln nicht angespannt hast. Beuger, Beuger, Beuger! Ich will was sagen, er war natural besser in Form. Also als heute. Ja? Ich dachte mir so, halt, hast du mich schreien gehört? Hast du mich beim ersten Wettkampf schreien gehört? Ich hab dich am meisten gehört. Mein Beuger mal anspannt, Johnny. Ja, so, Mann! Ja, das war, aber ich wollte eigentlich meine Fresse halten als ehemaliger Coach. Ich fand es super. Ohne Spaß, dass du... Ja, das, aber ich dachte mir so, Dicker, du stehst in der Doppelbizeps von hinten. Wo ist dein Beuger? Zeig doch, was du hast, Alter. Wirklich. Ich stand über 3 Stunden die ganze Zeit. Ich hatte die ganze Zeit Stress. Dass ich überhaupt Training bekomme, musste ich mich fast durchprügeln. Stimmt, wir waren ja vorne noch. Du hast die ganze Zeit schon die Ader gehabt. Aber ja, das Ding ist, was man auch nicht vergessen darf, auf der Bühne stehen und irgendwie so posen, ist schon ein Unterschied. Wir haben, guck mal, bei Milan hast du vielleicht auch gesehen. Ja. Auf einmal zittert der und spannt den Beuger nicht an oder so. Also es war noch okay, aber ja, das ist halt so schade. Bloß weil du auf Instagram posen kannst, heißt es noch lange nicht, dass du bei einem Wettkampf dann alles einhältst. Deswegen muss man das üben und Routine sammeln einfach. Das ist ja das Ding. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, sagt man auch mal so schön. Ja. Und der Spruch, er bringt auf den Punkt. Ein Ronnie Coleman hat auch 9 Mr. Olympias mitgemacht, bevor er überhaupt einen guten Platz hatte. Ich weiß nicht, wann der angefangen hat, wirklich zu stoffen, weil er hat ja so einen Sprung gemacht von 97 auf 98.
Und ich sag so, Alter, was ist mit dem passiert? Klar, ja. Das ist krass. Ja. Papa. Ich kann es jetzt hier an dieser Stelle ganz offiziell verkünden, Leute. Ich weiß, ihr wartet alle drauf. Die Black Week von ESN wird am Sonntag, dem 24. starten. Also unbedingt am Start sein, Leute. Es wird auch Restocks geben, bis zu 70% sparen. Es gibt unten alles drin, ne? Es gibt in diesem Jahr viel mehr Produkte, die 50% rabattiert sind und 40% rabattiert sind. Das heißt, vor 30 waren sie noch 40 hochgesprungen. Und ich glaube, jetzt sogar Biotic Pro für 10 Euro irgendwas, ne? Völlig verrückt, sogar 70% Biotic Pro. Also guckt auf jeden Fall im Shop. Stay tuned. Leute, das wird die krasseste Aktion des Jahres. Das Gottmaschine 50x2x5 habe ich beim letzten Mal gemacht. Also mit deiner Hilfe machen wir heute, versuche ich 6 mit 50 Kilo, okay? Oder wir gehen auf 55, machen so 4. Was sollen wir mal 5? Du musst den Leuten sagen, das machst du einarmig, ne? Ja, ja, so. Wohlbemerkt, ne? Einarmig, natürlich. Das werden sie ja gleich sehen. Ja? Das ist schon schwer, also. Aber ich bin ja geübt, ich habe ja Routine in dieser Übung, ja, deswegen bin ich in dieser Bewegung auch stärker. Oder halt diese Mid-Back-Übung, die wir gemacht haben, die ich jetzt zum ersten Mal, also heute so gemacht habe, so hier reinziehen. War ungewohnt. Du weißt, was ich lustig finde? Ich fühle mich da hinten ziemlich mager, wo ich das angespannt habe, weißt du, okay. Also vielleicht gut, dass ich mal gespürt habe. Naja, weißt du, ich hast du einfach nur Komplexe. Ich fühle mich überall mager. Also nicht ganz, aber... Ja. Oh. Ah. Das ist leicht gerade. Lang. Zwei. Lang. Drei. Vier. Lang. Fünf. Rein damit. Oh fuck, die wird schwer. Dann komm, dann. Okay, komm. Oh, lang. Ohne Hilfe. Ohne Hilfe. Oh. Ich hätte auch einfach die sechste weglassen können und mich damit begnügen, eine fünfte zu machen mit noch ein bisschen was im Tank. Hätte dann einen zweiten Satz gemacht, weil jetzt ganz ehrlich, einen zweiten Satz davon machen ist eigentlich völliger, ist eigentlich Käse. Was willst du jetzt noch machen? Kannst du jetzt noch eine andere Übung machen, aber die sind gebumst. Jetzt verstehst du mit einem Satz. Ja, gut. Hammerkürz vielleicht. Ja. Ich bin da mittlerweile so, ich habe ja auch keinen Stress mehr, keinen Druck. Ich muss ja kein Wettkampfvolumen machen und ich muss nicht steigern. Oder mache ich einfach drei, weniger, ja. Und mache dann wirklich nur einen einzigen Satz. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Training. Ihr gebt noch mal richtig Gas. Ist der Winter-Arc. Kennst du den Winter-Arc? Jetzt noch mal die Zeit nutzen und ein bisschen draufpacken. Bei der Black Week eindecken. Für die nächsten Monate, Leute. Jetzt kommt mein Winter-Arc, Johannes, auf jeden Fall. Ballern, Mann. Und nicht reinscheißen, weil kein Tageslicht mehr ist, Freunde. Jetzt ist die Zeit, wo ihr arbeiten könnt. Damit ihr zum Sommer hin auch ein paar Muskeln aufgebaut habt, die ihr dann freischaltet durch eure Diät. Dann gibt es einen geilen Sommerbody. Aber vorher müsst ihr mal erstmal Arbeit reinpacken. Und dann läuft der Hase. Für die Gains. Für die Gains. Sauber, Junge. Sauber. Ich habe jetzt weniger und Gewicht super. Auf jeden Fall als du. 15 Kilo weniger, aber schön akkurat. Und Johnny macht die Übung ja nicht so häufig, ne? Und Zug. Come on. Also ich, pass auf, ich drück dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen für die Zukunft, dass du wirklich jetzt deinen Aufbau gut machst. Vielleicht das, was du gelernt hast in den letzten Monaten, Wochen, die Fehler, die du gemacht hast, würde ich jetzt zu nutzen, um besser zurückzukommen. Ja, auf jeden Fall, das ist halt die Sache. Und also ich meine, jetzt hast du nichts mehr zu verlieren eigentlich jetzt, weißt du, was ich meine? Das war's. Das lief ja so. Ja, ja, alles gut. Auf jeden Fall, man kann es nur besser machen, auf jeden Fall an dieser Stelle. Und, das kann nur besser laufen und... jetzt habe ich meinen richtigen Aufbau mit meinem Coach quasi, jetzt mit dem Adam. Erster Aufbau quasi zusammen. Ich hatte davor mit William, mit Heiko und so. Das hat zu viel trainiert. Ich habe zu wenig Rest-Days gehabt. Das war vielleicht auch meine Schuld auf jeden Fall an dieser Stelle, weil ich so trainingssüchtig bin auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt ist halt so, ich trainiere 2 Tage und dann mache ich 1 Tag Rest. Okay. Und manchmal auch sogar 2 Tage Rest, wenn ich es halt brauche. Da höre ich mir jetzt meinem Körper zu. Ich habe jetzt keinen Hardcore-Druck. Wir haben jetzt auch direkt keinen nächsten Wettkampf, sondern jetzt Winter-Arc. Aufbau. Ja, Winter-Arc. Kommt der Winter-Arc, ja. Und dann schauen wir mal, was passiert. Jetzt machst du den linken Arm wieder 6 Reps, oder? Muss ja gleich sein, sonst hast du eine Asymmetrie, oder? Ich hoffe, ihr seid auf eure Kosten gekommen. Kanal habt ihr abonniert. Denkt dran, Black Week is coming für euren Winter-Arc. Steht unten alles in der Beschreibung drin. Am Sonntag geht's los. Danke für euren Support an dieser Stelle auch. Ja. Wenn ihr bestellt habt, verlinkt mich gerne mal auf eure Bestellung bei Instagram oder so. Ich will ja sehen, was ihr euch in den Warenkorb packt. So. Ist ja auch spannend.